So, nächste Folge, nächstes Glück. Genau, und wollten uns jetzt darum kümmern, wieso bei uns so viele ausziehen. Ah, jetzt von 123 auf 109. Ach, jetzt geht's hier hoch. Die Folge steht schon unter dem guten Stern. Aha, aha. Finde ich gut. Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, 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 ja. Ich will jetzt überlegen. Soll ich mich hier noch ein bisschen ausbreiten? Ich könnte ja eigentlich hier noch ein blaues Gebiet hinsetzen und dann hier voll mit Städten klatschen. Oder zumindest hier blaues Gebiet hin und hier noch voll mit Stadt klatschen, ne? Dann hätten wir das Gebiet hier eigentlich so gut wie befüllt. Ich glaube, das werde ich auch machen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee eigentlich. Geld haben wir. Und dann mache ich auch. Hier so hin. Machen wir hier eine Abzweigung. Zumindest machen wir auch noch. Hier eine Abzweigung hin. So. Bis zum Rande hin. So. Hier auch eine Abzweigung hin. So. Und dann hier oben diese Abzweigung. Ja, muss das Haus flirten gehen. Mir auch egal. Passiert. Passiert so. So, wieder so, 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 so. Machen wir hier, ne. Hier so eine doppelspurige hin. Gut, geht noch schräg hier gerade. Müssen wir von hier setzen, so. Dann machen wir dann ein bisschen dichter. Hoppala. Ein bisschen dichter, so. So, machen wir komplett hier mit Blau voll. Unser Industriegebiet können wir auch irgendwie mal ein bisschen erweitern. Müssen wir gleich mal gucken, wie ich das hinkriege. Na komm. Ja, geht doch. Na, na. Na komm, fick dich doch. Geht doch. Nein. So, jawohl, ja. Dann ziehen wir jetzt von hier nach da. Geht natürlich gerade hier noch schräg, aber so passt das schon. Sieht doch gut aus. Sieht doch sehr gut aus. Und dann machen wir hier so Abzweigungen hin. Aber hier machen wir das immer so schön ein bisschen weiter auseinander. Ja gut, das heißt hier weit genug auseinander. Das sollte schon dann hier hinhauen. Da hier so ganz normale Häuser hinkommen. Eigentlich mittlerweile auch grüne Gebäude, die ganz großen. Nein, kann ich noch nicht. Die besiedelten kann ich noch nicht setzen. Muss dann einmal flöten gehen. Jetzt oben hin. Oh. So. So. Zack. Ah, scheiße. Abgebaut. Könnte man eigentlich versuchen, geht das eigentlich? Eine kleine Schräge. Ich hätte ganz gerne hier so eine kleine Schräge gerade drin, ne? Ein bisschen optischer, schöner aussieht. Müssen wir so machen. So. Dann habe ich ja gesagt, dann machen wir das ganze Gebiet hier. Einmal zu einem blauen Gebiet. Zack, blau. Und der Rest wird grün. Oh, und zack, alles schön grün. Mehr Einwohner. Die schreien sogar nach... Ach, die wollten sogar mehr Einwohner haben. Wie zu klein ist. Okay. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet gehabt. Müssen wir die Wasserleitung ziehen. Ziehen wir hier lang. So. Hier aus wahrscheinlich gehen. Ja, wenn ich das hier hochziehe, passt schon. Reicht das? Nein. Das muss man hier ausziehen. So. Reicht das? Reicht. Dann müssen wir hier noch eine kleine ziehen. Damit das hier alles versorgt ist. Wird auch alles jetzt auch wirklich mit Wasser versorgt.
Jawohl, sieht gut aus. Sieht gut aus. Strom sieht auch gut aus. Sind alle mit Strom versorgt. Strom ist auch noch genug vorhanden. Da kann keiner meckern. Aber es sieht echt wesentlich besser aus, gerade vom Stau her, ne? Gut, hier staut sich ja gerade ein bisschen, ne? Aber es wirkt so, dass es schon wesentlich besser ist. Ja, gut, hier. Ja, da staut sich das, aber ist jetzt nicht schlimm. Hier staut sich das ein bisschen, aber gut, hier stauen sie gerade. Da ist unsere nächste Stauquelle. Das ist nicht optimal. Aber okay. Der Verkehr fließt wenigstens ordentlich. Er fließt ordentlich. Das ist immer das Wichtigste. Ich könnte eigentlich noch versuchen, eine Brücke hier rüber zu ziehen. Eine Brücke, die hier aneckt. Dann habe ich ja wieder hier eine Stauquelle. Oder zumindest eine mögliche Stauquelle. Das will ich aber eigentlich auch nicht. Das will ich eigentlich aber auch nicht. Müssen wir uns nochmal überlegen. Auf jeden Fall wächst die Stadt. Das ist das Wichtigste. Ernsthaft, ich bin seit 7 Minuten hier am Durchplappern? Wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Oh. Verdammt, ey. Ich merke gerade gleich. Was? Wo war das denn gerade vor? Müllproblem. Ich habe hier ein Müllproblem aus irgendeinem Grunde. Reicht das hier alles nicht? Das sollte eigentlich aber alles hier komplett abgedeckt sein vom Müll. Das sollte eigentlich hier auch abgedeckt sein vom Müll. Jetzt mal hier noch einmal hin. Ah. Wenn ich das hier hinsetze, dann. Will ich ungern irgendwie hier unten hinsetzen. Was würde passieren, wenn ich mir eine zweite hier hinsetze? Würde halt irgendwie vielleicht Probleme verursachen. Obwohl, ich könnte eigentlich hier oben hinsetzen. Na, komm, machen wir da oben eins hin. Eine doppelspurige bitte. Jetzt mal so schräg hier hin. So. Und dann kommt da eine Mülldeponie hin. Da so. So. Aber auch eine neue Mülldeponie. Wir können hier Ach, guck mal, die wollen wahrscheinlich bald einen Friedhof haben. Ha, 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 ha. Bevor sie nämlich bald hier meckern, dass kein Friedhof vorhanden ist. So. Ha, 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 ha. Ich kenne doch meine Bürger, die meckern bald rum. Wir haben keinen Friedhof hier. So, wir brauchen auch eine Bushaltestelle. Wo setzen wir die Bushaltestelle denn mal hin? Könnten wir. Ne, passt nicht hier hin. Obwohl, ich könnte sie hier hinsetzen. Dann ist sie. Ach, da würde nichts bringen. Stau. Nicht genügend Geld, okay. Okay, ich habe eh nicht genügend Geld. Ich habe eh nicht genügend Geld. Die Müllabfuhr kommt doch. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Die Müllabfuhr fährt doch. Und überall, vor allem überall türmt sich der Müll. Türmt sich das Müll. Der, die das, welche Sprache, der Sprache. Blöd zum Regen. Ja, hier ist immer, Alter, die Gülle geht ja immer weiter. Alter, richtige Güllenverpestung ohne Ende hier. Fuck off, ne?
Fuck off, Alter. Ernsthaft. Muss ich mal hier alles abreißen. Geht gerade gar nicht. Ja, habe ich schon wieder gesehen, was mir gar nicht gefällt. Absolut gar nicht. Wasser fließt in diese Richtung. Hier hin. So, einmal hier verbinden und einmal da verbinden. Könnte ich halt nicht eigentlich auch machen, dass es hier irgendwie miteinander verbunden ist. In der Hoffnung, dass das weit genug ist. Und dass auch ein bisschen die Gülle da hinten noch mit abfließt. Weil ganz ehrlich, das ist hier zu viel Gülle. Direkt am Wohngebiet. Alter, also meine ganzen Bewohner hier sind am Kacken wie so irre, dass das Wasser hier schon braun ist. Ey, das... Also wenn ich wüsste mal, bei mir hier der Rhein würde so aussehen, dann würde ich aber zum Rhein gehen und dann richtig noch reinkotzen gehen, wenn ich das sehen würde. Ganz ehrlich, das ist... Das will ich eigentlich keine Stadt zumuten. Vor allem nicht meiner, die ich hier gerade aufbaue. Wobei... Das sieht eher so aus, als ob ich eine Frau da stehen würde und ihre Tage hätte. Boah, da müsste aber eine Frau, die ganz schön viel ihre Tage haben. Die müsste ja kontinuierlich durchlaufen. Boah, dann die Vorstellung allein. Boah, ekelhaft, ey. Das ist ja... ekelhaft. Ah, das geht gar nicht. Das geht gar nicht, ey. Könnten das Industrie... Könnten wir versuchen, hier rüber zu legen, dass das Industriegebiet hier auch noch so... Gerade hier auf der kleinen Insel hier so ein bisschen noch ausgebaut wird. Könnte man... Können eigentlich Gebiete kaufen. Können wir das Gebiet kaufen. Kostet 6500. Nehmen wir mit. Könnten wir... Ja, hier können wir eh keine Wasserpumpe mehr hinbauen. Das ist unmöglich. Da ist so viel Gülle, das geht einfach nicht. Das geht nicht. Sollen wir uns nach oben ausbreiten oder nach hier ausbreiten? Wir können uns nach hier unten auch weiter ausbreiten. Ja, komm, wir breiten uns nach oben aus. Oh. So. Da haben wir zwei neue Gebiete erstanden. Naja, hier alles ein bisschen... Ja, jetzt kommt die Gülle hier auch schon raus. Ich sehe ja schon kommen, ne? Das... Ich habe gleich nur ein einziges rotes Meer hier. Das ist kein blaues... rotes Meer, genau. Roten... Was ist nochmal in Hamburg für ein... Fluss? Ich habe keine Ahnung, wie der in Hamburg der Fluss heißt. Scheiße. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Verdammt. Ja, weiß ich leider nicht gerade. Auf jeden Fall ist das dann ein roter Fluss. Von einer Frau. Bei der Frau läuft. Alle 4 Wochen. Wenn sie die Pille nimmt, sogar regelmäßig. Da habe ich mir ja was angestellt. Das sah doch auf meiner anderen Map nicht so schlimm aus, oder? Oh, habe ich ja nie drauf geachtet. Kann natürlich sein, dass ich ja nicht drauf geachtet habe, ne? Verdammt. Okay. Jetzt. Wie mache ich das hier? Wie baue ich das am besten darüber? Baue ich... Oh. Ich versuch mal. Autobahn ist das ja. Das wird wahrscheinlich nicht hinhauen. Geht nicht hinhauen. Das wird nicht hinhauen, verdammt. Von hier ausgehend vielleicht. Das wäre die einzige Möglichkeit, ne? Wenn ich hier rüber komme. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich rüberkomme. Zumindest sehe ich jetzt gar keine. Oder kann ich von hier ausgehen? Da kann natürlich...
funktioniert das? Ort ist bereits belegt. Scheiße, von da unten belegt. Ort ist auch bereits belegt. Das würde hinhauen. Irgendwie. Oh, das wird teuer. Das wird teuer. Ich hab's doch gerade. Ja. So, eine Kurve. Ja, so. Die hier runterführt. Scheiße. Da ist nur in eine Richtung. Obwohl, könnte man machen. Und vielleicht von hier aus. Das hier rüber. Ach. Kein Kurven. Kein Kurvending, sondern eine gerade mal. Nicht genügend Geld. Ort ist bereits belegt dadurch. Ort ist auch da bereits belegt. Müssen ja wir einen Weg hin zurückkriegen, ne? Ich würde ja hier, dann ist nur ein Weg hier hin zurückkriegen. Aber ich muss das hier anders legen. Ja, warte mal, ein bisschen Geld ranholen. Dann kümmern wir gleich uns rum. Das ist gleich fertig. Eben ein bisschen Geld ranholen. So, mal kurz pausieren. Das hier mal kurz abreißen. Das muss anders funktionieren. So, ich will jetzt erstmal den Weg rüber bauen. Wie Ort ist bereits belegt. Willst du mich hier verarschen oder was? Oh. Jetzt krieg ich den Weg rüber. Wie weit kann ich ihn ziehen? Bis hierhin. So. Und der führt natürlich mal wieder in die falsche Richtung. Super. Ich habe nur einen Teil meines Geldes zurückbekommen. Super Idee. So, er war von hier aus hin. Brücke hingebaut. Dann ist der Weg nämlich zurück. Hin, zurück. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier hinkriegen. Das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Ich glaube, ich muss das untere Gebiet auch noch gerade kaufen, damit ich das hier alles habe. Kann ich noch nicht bauen. Scheiße. Kann ich nicht kaufen, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Verdammte Axt. Oder ich muss es anders machen. Ich muss es anders machen. Nein. Zweispurige brauche ich. Autobahnstrecken. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So. Sind sie alle miteinander verbunden? Die habe ich natürlich mal wieder hier in die falsche Richtung gebaut. Ganz großes Kino. Die fahren hier runter. Also so. Die kommen von da. Also so. Und jetzt sind wir fast pleite. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Geld sammeln. Und hier unten haben wir keinen Strom. Scheiße. Ich habe hier mit dem Strom Probleme.
habe hier ganz großen Mist gebaut. Kann ich nicht von hier ausgehend. Und hier war doch gerade grün. Da ist grün, aber grün, aber grün. Oh. Da ist grün. So. Kann ich nämlich. Ja, da. Kann ich den hier abreißen? Den. 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 So, jetzt müssen sie alle wieder mit Strom versorgt sein. Jetzt gleich zumindest. Jawohl, ja, da löst sich halt auf. Hier war gerade irgendwo ein totes Gebäude. Hier war da gerade irgendwo ein totes Gebäude. Ach, jetzt ist es weg. Okay. Die haben hier hinten Wasserprobleme. Wieso haben sie Wasserprobleme? Schnell gucken. Kommt Wasser an. Wasserverfügbarkeit ist niedrig. Ah. Nicht genug Strom? Doch. Aber ist nicht angeschlossen. Okay. Okidoki. So. Jetzt sollte es aber eigentlich wieder laufen, ne? Jawohl. Da ist ein altes Betriebsgebäude. Das reißen wir auch weg mal ab. Hier ist irgendwo eins. Da. Tschüss. Können nämlich neue hin. Hier ist wieder die Feuerwehr aktiv. Wieso? Wo ist denn... Es ist doch kein Müllproblem hier. Wollt ihr mich alle verarschen? Was labert ihr für eine Scheiße, ey? Die labern hier immer eine Scheiße, ey. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt können wir eben hier auch so ein bisschen die Autobahn weiterziehen. Warte, ich würde hier lang so. Muss ich also von hier ausgehend weiterziehen. So. Ziehen wir bis hier hin. Das hier ziehen wir bis dahin. Oh fuck. Nehmen die dreispurige mal eben hier und ziehen sie mal so hin. So hin. Ziehen auch mal hier hin. Oh. Außerhalb der Stadtgrenzen. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Machen wir so. Bis. Ja, so geht, weit geht das. So. Jetzt ziehen wir hier noch die Zwischenräume. So. Und. Ja, das deckt eigentlich ganz gut ab. Hier hin. Hier hin. Machen wir nämlich hier ein schönes Industriegebiet weiter ausbauen. Okay. Das kann weg. Ich werde hier so gut wie komplett abgedeckt haben, das Gebiet. Ja, das sieht gut aus. Müssen wir hier noch eine kleine Straße hinbauen. Schön viele Industriegebiete. Obwohl, wir könnten eigentlich hier gleich mal irgendwo Geschäftsgebäude hinbauen. Ne? Wir könnten eigentlich... Wäre eigentlich eine Idee, hier Geschäftsgebäude hinbauen zu lassen, ne? Das wäre eine Option. Sollte ich mir vielleicht mal überlegen. Warte mal, das führt hier runter. Da müssen wir so verbinden. Und das führt hier runter. Ne, warte mal, das führt so runter. Genau. Straße funktioniert einwandfrei. Machen wir mal Gebietsgrenzen. So war das. Machen wir nämlich hier. Nehmen wir einen großen Pinsel, das geht besser.
So. Hier auch nochmal, damit wir das alles schön haben. So. Dann machen wir hier einen Stadtteil raus. Oh. Dann machen wir hier einen anderen Stadtteil raus. Bis hier zur Kreuzung. Oh. Weil wir gerade schon dabei sind. Zack. Haben wir nämlich zwei verschiedene Bezirke. Und da können wir auch noch dazu nehmen. Ich habe in meinem Stadtteil zwei Mülldeponien. Aus meinem Stadtteil kommt richtig viel Gülle raus. So. Dann wollte ich ja hier. Ist das hier? Ist das hier? Ich konnte da irgendwie Bürogebäude machen. Ich könnte irgendwo Büro. Weiß noch gar nicht, oder was? Muss ich ja vielleicht erst eingefärbt haben. Kann natürlich sein, ne? So, jetzt noch mal hin. Herzlichen Glückwunsch! 6000 Bewohner können neues Gebiet erkaufen. 2x2. Jawohl! Dich besiedelt können wir auch kaufen. Sehr schön. Aber wieso kann ich das nicht hier einfärben? Ich möchte nicht sagen. Ach, das geht. Ach, generische sind normale. Das sind ganz normale. Okay. Ich muss noch kurz gucken. Öl. Öl ist hier nirgendwo. Also in Hamburg gibt es kein Öl zu finden. Habt ihr leider die Arschkarte. Wenn ihr irgendwie auf so auf Öl seid, habt ihr Pech. Baut sich hier hin alles auf. Strom muss ich hier hinziehen. Das ist wichtig. Strom. Hier ausziehen. Ja, ziehen wir erstmal bis hier hin. So. Und da Strom haben. Jetzt noch Wasser. Mit der Leitung aus hin. So. So. Nein. Ja, aber so sieht es gut aus. Ich zähle einfach mal ein bisschen weiter. Einfach aus Lust. Jux und Dollerei. Sind sie alle komplett wasserversorgt. Sieht gut aus. Unsere Stadt baut sich auf. Wir haben richtig viel Kohle. Aber richtig hammermäßig viel Kohle. Wir könnten jetzt hingehen und ein neues Stadtgebiet kaufen. Machen wir auch. Kaufen wir... Wo war das fruchtbare Land? Hier unten. Nehmen wir das Gebiet nämlich. Können wir nämlich mal unser fruchtbares Land nämlich anplatzieren. Anplatzieren, ja. Ich hab's heute mit der deutschen Sprache. Ja. Machen wir dann auch bald. Noch ein weiteres Gebiet können wir nicht kaufen? Nein. Das sind nur 2x2 Gebiet. Das sollen 2x2. Okay. Die irgendwie noch mehr aus. Sehr viel. Wieso haben wir Stromprobleme? Wieso? Ach, ist nicht zu 100% da angeschlossen. Boah, jetzt aber. Nein, immer noch nicht. Wollt ihr mich eigentlich verarschen hier? Oh. So. Komm, jetzt aber. Strom. Jawohl, 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 jawohl. Jawohl, ja. Jetzt haben sie Strom. Ich wollte schon sagen. Ah, geht doch. Läuft doch alles. Wir haben auch recht wenige...
Gedanken gerade. Eieiei. Hat sich angehört, ob irgendwas bei mir knallen würde. Ja. PC läuft noch. Na gut, sonst könnte ich nicht aufnehmen, wenn dein PC nicht mal laufen würde, ne? Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich machen wollte. Verdammte Scheiße. Scheiße. Was gibt eigentlich uns am meisten Geld? Mal kurz gucken. Die Einnahmen von Bürgern geben uns am meisten Kohle. 10.000. Gut. Gut, gut, gut. Versuchen wir mal auf 40% anzuheben. Ein bisschen mehr Money. Money, Money, Money. Könnten jetzt auch versuchen, wenn wir uns da hier oben bauen, dass wir da dicht besiedeltes hinsetzen werden. Hier will ich auf jeden Fall das Ackerland hinsetzen. Das wäre ganz interessant da. Muss ich auch noch hier rüber. Auf jeden Fall. Da können wir weiter das Industriegebiet ausbauen. Haben wir jetzt eigentlich... Warte mal, warte mal, warte mal. Müllverbrennungsanlage haben wir hier schon mal. 30.000. Einmal. Und... zweimal. So, jetzt gucken wir bei dem Wasser rein. Ja, leider aber immer noch nicht. 13.000 brauchen wir dafür. Können wir also noch nicht bauen. Schade eigentlich. Schäde, schäde, schäde. Hätte ich gerne. Oh, wir können eine Universität bauen. Bauen wir natürlich. Eine Universität ist immer gut. Wird die Bürger auch freuen. Gucken wir, wo wir halt hinbauen. Ist hier gar nicht so verkehrt, ne? Wenn ich halt hier hinsetze, werden eigentlich alle abgedeckt hier oben. Und wenn wir nach oben uns wegbauen, werden die auch noch mit abgedeckt eigentlich. Und kostet uns 75.000. Boah, Universität. So viele Smileys! Smileys ohne Ende. Lalalala. Yeah, yeah, yeah. Ich habe Smileys ohne Ende gesehen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein Krankenhausplatz. Kann man wirklich auf einen angeschlagenen Gesundheit stolz sein? Nein. Anscheinend schon. Der Krankenhausplatz ist ein malerisch schönes Gebiet, das die Leute gerne besuchen. Anforderung für den Bau des medizinischen Zentrums. Oh, wir können später ein medizinisches Zentrum bauen. Klingt cool. Shoppingstatue. Shopping ist eine wunderbare Sache. Die Shoppingstatue erinnert die Leute ständig an die Glückseligkeit, etwas zu kaufen. Anforderung für den Bau des Hadron Collidors. Freundlicher. Oh, jetzt sind die Leute hier auch ein bisschen glücklicher. Was ist das denn hier? Was heißt das Zeichen denn gerade? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Krematorium. Die moderne Entsorgung der Verstorbenen erfolgt mit Hilfe von Wärmeenergie. Brauchen wir nicht mehr den Toten, ab in die Müllverbrennungsanlage. Los, rein damit. Rein damit. Ach ja, die Stadt. Also mir gefällt die Stadt eigentlich schon persönlich ein bisschen besser als unsere alte eigentlich. Eieiei, die stauen sich hier. Eieiei. Das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Wo wollen die denn hin? Ich könnte eigentlich mal... Kann ich nicht eine Verbindung hier rüber ziehen?
Kann ich nicht, ne? Kann ich nicht. Ich hätte gerne so eine Verbindung hier rüber. Oh fuck, falsch, verdammt, falsche Richtung. Aber da könnte man eigentlich auch machen, ne? Aber hier dran und eine. Na. Nein, dann lassen wir das weg. Dieses lassen wir weg und machen nur eine Verbindung hier hin. Das hat so funktioniert. Ein Kollege von mir spielt Dark Souls 2, den wir schon in einer vorherigen Folge mal gesehen haben, dass der auch City Skyline spielt. Er spielt Dark Souls 2. Ein Spiel, dem ich nichts abgewinnen kann. Ist nicht so mein Ding. Ja. Ja. Stauen sich hier, das ist Kacke. Das ist Abfuck pur, bin ich ganz ehrlich. Ja, da muss ich hier wahrscheinlich auch noch so ein Kreuz hinsetzen. Dass sich das Stauproblem hier auch so ein bisschen setzt. Das war hier das Ganze abreißen. Wir sind bei 36. Komm, ich mach das jetzt noch schnell in der Aufnahme hier. Ich mach das jetzt schnell noch in der Aufnahme hier. Reißen wir das ganze Ding hier einfach mal eben kurz schnell ab. Reißen wir mal eben alles hier weg. Dann setzen wir nämlich hier dieses große Kreuz hin. Das war das hier, ne? Jawohl, ja. Warte. Das würde hier eigentlich nichts bringen, so. Das würde mir so nichts bringen. Wenn ich das so hinsetze. So könnte es mir schon eher was bringen. Ja, so bringt es mir eher was. Jetzt müssen wir das natürlich alles richtig verbinden. Das ist wichtig. Die fahren hier runter. Kurven-Ding brauche ich. Das hier. Hier rüber. Ist richtig verbunden, ne? Falsch. Obwohl, das geht schon. Das geht, passt schon. Da ja, habe ich jetzt hier ein bisschen Kacke gebaut, aber okay. Ist mit Lärmschutz, aber okay. So. Das sieht kacke aus. Muss ich nochmal abreißen. Das sieht kacke aus. Genau wie das hier kacke aussieht. Das sah kacke aus. So. Hopp. Mal hier hin. Vielen Dank. So. Da. Scheiße. So, und hopp. Ah, war doch nicht weit genug. So. Jetzt aber. Jawohl, ja. Hopp. Und. Hopp. Buggy. Ich habe einen Bug gefunden. Das ist ein Bug, Bug, Bug. Buggy. So, jetzt muss ich halt irgendwie hier drüber kriegen. Wie kriege ich das jetzt hier drüber? Wie kriege ich das drüber? Auf jeden Fall muss ich das hier verbinden. Das ist das hier, glaube ich, ne?
Zack, auch schon mal verbunden. Boah, ich muss das hier irgendwie hier rüber kriegen. Diese Frage stellt sich mir gerade. Wie kriege ich das da rüber? Da kann ich eigentlich abreißen, da brauche ich nicht. Schwupp. Bong, da bin ich gegen meinen PC gestoßen. Gegen meine Anlage. Mein PC ist rechts und nicht links von mir. So, wie kriege ich das darüber? Ich will da nämlich gerne mal dafür so rum. Dass entweder hier dran. Ja, doch hier dran eigentlich am besten. Ohne Kurve gerade mal. Das würde so nichts bringen. Ja, ist auch keine Autobahn. Wo ich könnte eigentlich so ziehen. Hier müssen die zwar einen kleinen Umweg fahren, aber. Fälle zu steil. Da. Jawohl, ja, haben wir rüber gekriegt. Juhu. Jawohl. Weiß. Na, wir hoffen, dass gleich nicht Autos wegfliegen, wenn die dagegen kommen. Das sieht aber kacke aus, denn er ist mir zu buggy gerade, ne? Bin ich ganz ehrlich. Das muss ich dann umändern, das geht nicht. Aber will ich abreißen, muss ich. Den muss ich dann neu setzen. Tut mir leid, aber so ein Buggy-Ding will ich hier nicht haben. Ist für mich gerade ein No-Go. Ja, jetzt haben sie wieder keinen Strom, ne? Strom auch verbunden. Dann können wir auch nämlich das hier abreißen. Das brauchen wir nicht mehr. Ja, gut. Steuern sind denen zu hoch. Okay. Steuern zu hoch. 14% mögen die nicht. Nimm mal 12%. Schnauze jetzt. Danke. Deswegen habe ich auch miese gemacht. Naja. Okay. Wollten sie nicht. Wer nicht will, der hat schon. Jetzt sieht doch schon vom Verkehrsfluss besser aus. Hier staut sich nichts. Hier sieht es auch gut aus. Sieht doch sehr gut eigentlich aus vom Verkehr her. Gucken wir nochmal schnell die Karte an. Das sieht sehr gut aus. Wahnsinn, ich habe den Verkehrsfluss im Angriff. Das ist Wahnsinn. Hier müsste ich aber noch ein bisschen lösen. Lösen. Mache ich aber alles in der nächsten Aufnahme. Ja. Die Stadt wächst und wächst und wächst. Und diesmal habe ich es wesentlich besser im Griff. Ich freue mich so. Nur mit der Gülle habe ich es nicht im Griff. Ja.
den nächsten Meilenstein erreichen wir wann? In 1400. Ich würde ja gern die Steuern weiter senken. Würde ich wirklich gern machen, damit schneller Bewohner hinzukommen. Obwohl, ich habe kaum Platz eigentlich noch für den Bruder. Schon gut, wenn man nicht genug Platz für Bewohner hat, ne? Die irgendwo dann da hinziehen könnten. Ich sehe auch gerade, ich habe hier Scheiße gebaut. Aber kurz das hier alles wegreißen. Ja, jetzt hängt ihr erstmal an eurer Straße fest, tut mir gerade leid. Ich habe nämlich hier die Kacke gebaut. Ich muss das hier nochmal kurz verlängern. So. So, so. Hier können wir nämlich das hier auch einmal schnell verlängern. So. Weil ich hier nämlich ein dicht besiedeltes Wohngebiet mal eben schnell hinbauen will. Mache ich jetzt auch noch schnell eine Aufnahme, auch wenn ich schon bei 46 Minuten bin. Ich will ja gerade noch machen. Muss sein! Jetzt! Haben will! Klang irgendwie ein bisschen krank. Wer hat da gerade gesagt? Ich nicht. Bestimmt nicht. Nee, 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 nee. So würde ich nie reden. Nein, um Gottes Willen. Bin ich schizophren? Auch nicht, nein. Ich schiebe nur Paranoia. Der Heinz-Peter neben mir sagt das auch jedes Mal, ich schiebe Paranoia. Ja. So. Können wir eigentlich auch hier hochziehen. Und schon bin ich pleite. Einmal gebaut und schon ist man pleite. Super. Ich bin pleite. Olalala. Lass noch mal schnell die Zeit laufen, sonst komme ich heute nie zum Ende der Folge. Schneller. Schneller. Papa braucht Geld. Schneller. Hopp, 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 hopp. Bezahlt mal schnell eure scheiß Steuern, Kollegen, ey. Ich will hier fähig werden. Fangen wahrscheinlich die alten Leute so mit dem Krückstock zum Geld aus. Ja, warte, ich komme. Ja. Scheiße, Bank, so kann ich meine Steuern nicht zahlen. Wie solche Leute hasse eigentlich die immer. Oh, kennt man bestimmt, kennt die bestimmt selber auch. Omas, die dann so an der Kasse stehen. Ja, warte, ich muss mal gucken da. 1 Cent. 2 Cent. Oma, mach hin, ne? Ich will heute irgendwann noch nach Hause. Ja, ganz ruhig. Oma ist kein Dezug. Und spätestens dann hätte ich schon am liebsten mehrmals ausgeholt. Auch wenn es scheiße klingt. Aber die sind manchmal so scheiße langsam. Ich verstehe es ja von dem Alter her, ne? Aber dass die dabei einpennen, das muss echt nicht sein. So, haben wir auch dicht besiedelte Wohngebiete. Ja, ihr kriegt auch euer Wasser. Dann bleibt mal ganz ruhig. Ich bin doch noch nicht hier fertig gewesen. Bauen wir in der nächsten Folge, will ich dann das so bauen, dass ich von hier oben eine Autobahnzufahrt nach hier unten hinkriege. Dass hier kein Stau hier oben hin. Warum sind die Gebäude hier tot? Warum sind die Gebäude hier tot? Kann mir das mal jemand sagen? Verlassen. Ja, toll. Warum verlassen? Ja, super. Ganz großes Kino. Ja, wir haben hier
verlassene Gebäude. Vor allem, weil ich schon Landwirtschaft lang aufgebaut haben wollte. Ach. Ah ne, jetzt sind wir mehr. Ist so irritierend, ne? Hier kommen langsam die Hochhäuser. Ich glaube, ich werde hier in der Nähe noch eine Mülldeponie gebrauchen können. Die werde ich nochmal schnell bauen. Eine zweispurige. Ne, das sind ja vierspurige. Werde ich hier hinten den zimmern. So, Mülldeponie. Hopp. Kommt dann nicht damit in die Quere. Sehr schön. Gucken wir mal nach Verschmutzungsgrad, wie weit das hier mit der Mülldeponie geht. Verschmutzung? Verschmutzung. Ach. Ah, ganz knapp hier. Oh. Ah, das ist eigentlich nicht so optimal. Ach, das ist wegen dem hier. Wegen der Raffinerie. Oh, zumindest der Ölverbrennungsanlage. Ja, okay. Okay, okay, okay. Sehe ich ein, sehe ich ein. Aber sonst läuft es doch eigentlich ganz gut. Hier entsteht alles, ja. Haben hier genug Müllabfuhr für die Leute. Also ich sehe hier keine großen Probleme gerade. Ein Krankenhaus und so sollen wir alles mal bald hier in der Nähe bauen. Dass das alles ein bisschen besser abgedeckt wird. Ja, dann werden wir alles in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Wenn wir dann uns weiter hier durch die Stadt kloppen und alles optimieren werden und irgendwann so richtig, richtig, richtig fett Gold schaffen können. Oh, nicht Gold, sondern Geld schaffen können. Dass wir einfach uns nur zurücklehnen müssen, zugucken müssen. Dann können wir so richtig sehen, wie dann so schön das Geld immer weiter wächst. Ja, 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 da freue ich mich schon drauf. Ich sollte echt mal eine eigene Stadt aufbauen. Aber dazu fehlt mir Geld. Und ich sehe jetzt schon das nächste Stauproblem. Scheiße! Okay, das werden wir aber alles in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Bis dahin, tschüss!